Eine Sache haben wir auf jeden Fall direkt hier zu Beginn erfahren, nämlich hier auf der Klippe befindet sich eine von Dagden platzierte Truhe, die ebenfalls einen Schatz verbirgt. Er hat hier alle Hoffnungen aufgegeben, wollte aber im Winter danach forschen und hat sich hier die Zehen eingefroren. Wenn wir hier über diese Felsen hier springen, dann sehen wir die Truhe direkt hier. Wir konnten nur noch nicht hin, denn der Weg hier ist extrem weit entfernt. Wir müssen hier irgendwie auf diesen Eisblock gelangen. Und jetzt, indem wir hier einen zusätzlichen erscheinen lassen können, ist das auch kein Hindernis mehr für uns. Wir können von hier locker dort rüber springen. Jetzt bin ich gespannt, was uns Duck denn hier gelassen hat. Das ist ein schlechter Witz mit 25 Münzen. Das kann er sich stecken lassen. Ja, schade, also der ganze Aufwand hier im Prinzip für die Katze, das ist vielleicht ein bisschen amüsant hier für den einen oder anderen, dass man hier halt von ihm jetzt nichts Großes bekommen hat, aber ich hätte mir schon ein bisschen mehr gewünscht. Wir haben uns ja die Stelle so lange hier nicht aufsuchen können, dass er zumindest hier nochmal einen richtig guten Schatz hier hat. Er ist ja immerhin ein ultimativer Historiker. Wir können ihm jetzt auch hier die 5 seltenen Kristalle abgeben, aber das hebe ich mir auf, bis wir den letzten Storchenturm erklungen haben. Und der letzte Storchenturm seiner Art, den gibt es hier noch in der Nähe zu sehen. Da können wir auch zu Fuß gleich hinlaufen. Der befindet sich nämlich im Umland von Ostara. Die Leute hier warten schon darauf, dass wir Ostara betreten. Wir werden hier einfach die Wüste passieren, sehen uns hinter diesem Riesentor wieder. Der Storchenturm, der befindet sich ja gleich in der Nähe. Wir müssen nur wieder in die Nähe des Lagers der Hyänen gelangen. Das, was uns so viel Ärger bereitet hat. Die Blume schalten wir auch mal aus. Gehen da ein bisschen näher ran. Die tut uns jetzt zwar weh, aber besser so, als dass wir sie damit davonkommen lassen, dass sie hier mit brennenden Kernen auf uns spuckt. Das ist der letzte Pilz, der noch übrig ist. Und damit begeben wir uns hier auf die Klippen nach oben. Wir werden hier wieder ins Lager der Hyänen kommen, aber die lassen wir dieses Mal jetzt mal außen vor. Hier, das ist schon eine ganze Weile her. Wir müssen hier mal über die blühenden Felder laufen. Konnten wir ebenfalls den Winter wirken lassen. Und ihr seht es hier, es werden wieder die drehenden Spieße hier erscheinen. Und wir mussten damals hier hochklettern. Das Problem war, dass wir eben noch nicht hier die Fähigkeit hatten, dass wir auch hier die Eisblöcke erscheinen lassen können. Das ist jetzt knapp am Rand. Der wird auch nicht mal richtig gebildet. Das muss leider ausreichen. Tut es aber nicht. Vielleicht kommen wir hier irgendwie über einen Trick hoch. Probier's mal über den Baum. Das klappt nicht so wirklich. Ach ja, wir können den Frühling gar nicht wirken. Ziehen wir das mal nochmal zurück. Probieren wir das mal. Ich versuche mal, den nochmal zu entfernen. Das wird jetzt erstmal ein bisschen komisch ausschauen. Ich denke, wir müssen irgendwie hier auf den Baum hoch. Das ist einer der unschönsten. Okay, das klappt auf jeden Fall. Aber wir sollten ihn nicht ganz an den Baum bringen. Also irgendwie so über die Äste hier und dann eben auf diese Plattform, dann hebt das auch. Können hier auf den hier. Der ist schon fast zu weit oben, aber wir haben es gerade so irgendwie zustande gekriegt. Und hier müssen wir wieder ein bisschen anwinkeln, sonst wird das gleich schlecht enden hier mit unseren Sprungkünsten. Wir sind drauf gelandet. Da entfernen wir uns mal. Hier müssen wir jetzt noch den Überweg abpassen und uns einfach daran hochbalancieren. Sehr schön. Jetzt ganz vorsichtig hier zum Storchenturm.
Wir haben wieder 1000 Münzen erhalten, Quest abgeschlossen, Storchentürme, wir haben alles gefunden, 1000 Münzen mehr für uns. Also es lohnt sich richtig, hier die Storchentürme zu erklimmen. Wir konnten dabei nicht nur eine weitere Quest abschließen, nämlich indem wir alle legendären Schlüssel gefunden haben, sondern der Rest hielt auch in den meisten Fällen 1000 Münzen für uns bereit, mit denen wir jetzt hier wieder ganz gut einkaufen können. Die Händlerin hat allerdings jetzt wenig hier zu bieten für uns. Ich würde sagen, ja, der Maskenhändler ist hier nicht im Umland anzutreffen. Dass wir hier wieder nach Lamastit zurückkehren. Und von dort dann nochmal zur Umgebung zurückkehren und uns dann hier bei ihm eindecken. Das hat sich ebenfalls gleich, liegt ja gleich auf dem Weg. Öffnen wir die Tore. Und die Wüste erstreckt sich wieder vor uns. Da ist der Tormeister Erik, da sind immer noch die feststeckenden Händler, die wollen sich einfach nicht vom Fleck bewegen, das ist so mega schade. Und natürlich die Händler, die jetzt noch hier an der Überquerung feststecken, hier auf der anderen Seite von Ostara, die sind auch noch nicht auf den Trichter gekommen, dass wir hier wieder alles normalisiert haben. So, einfach die Häuser runter. Das hat ein bisschen wehgetan, aber Ari verkraftet das schon. Hier ist wieder der Bote, der kann uns hier ein Schnellreiseticket organisieren. Das haben wir bereits. Wir geben uns hier jetzt wieder raus. Interagieren. Interagieren. Wir müssen jetzt nur uns ins Handelshaus zurückkehren. Das liegt hier direkt vor uns links. Kommen hier an dem kleinen Feuer hier vorbei. Und da steht er bereits. Denkt immer noch, wir wissen nicht, dass es eine Hyäne ist. So, 1875 kostet der Mantel des Herrschers. Du wirst gut darin aussehen, wenn du Gegner verklopfst. Und wir glauben das einfach mal. Wir können doch hier eine rot-goldene drapierte Tunika oder ein Sport-Tag-Overall kaufen. Welche Mannschaft man noch anfeuert mit diesem Overall ist jeden Tag Sporttag. Wenn man etwas Formales möchte, Ärmel aber einfach im Weg sind. Wir nehmen das mal, ärmelfrei klingt doch ganz gut. So sieht das bei Ari aus. Und als nächstes hier der Mantel des Herrschers. Ist jetzt ähnlich wie zum Beispiel hier El Matador, den wir über eine Quest bekommen haben. Aber soll uns nicht weiter stören. Ich würde sagen, der Hut passt einigermaßen. Wir können mal den Seerosenhut nochmal aussuchen. Das sieht auch ganz stylisch aus. Damit gehen wir jetzt mal nochmal nach Lamastit zurück. Wir werden nochmal ein Wörtchen hier mit Dagden bei seinem eigenen Haus reden, denn wir haben noch einige seltene Kristalle anzubieten und die soll er uns doch bitte abnehmen.